Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und möchte euch heute in diesem Video zeigen, was ihr euch auswählen könnt, wenn ihr euch entscheidet, Stampin' Up! Demonstrator zu werden. Und zwar zur Celebration-Zeit von 4. Januar bis 29. Februar 2024. Da gibt es nämlich wieder ein tolles Einsteigerangebot und das möchte ich euch kurz vorstellen. Noch kurz am Anfang, falls ihr noch einen Katalog braucht, den Mini-Katalog und die Celebration-Broschüre, könnt ihr den gerne hier oben auf meiner Webseite anfordern. Da verlinke ich euch mal den Link dazu. Und ja, es gibt ein tolles Einsteigerangebot zusätzlich zum Starter-Set in diesem Jahr. Gerade zur Celebration gibt es eigentlich immer ein tolles Einsteigerangebot. Und dieses Mal möchte ich euch zeigen, was es da Tolles zum Aussuchen gibt. Ihr habt natürlich das Starter-Set. Ihr dürft euch Produkte im Wert von 175 Euro aussuchen und müsst dafür nur 129 Euro bezahlen. Das ist immer so das reguläre Starter-Set. Ihr habt auch keine Versandkosten, die ihr bezahlen müsst beim Starter-Set. Und ihr bekommt zusätzlich ein Geschäftsmaterialpaket von Stampin' Up! Draufgelegt. Da sind zum Beispiel Kataloge drin oder Flyer. Und das Geschäftsmaterialpaket ist immer fertig, von Stampin' Up! Gepackt sozusagen und zusammengestellt. Und das Starter-Set, das könnt ihr euch genauso auswählen, wie ihr euch das haben möchtet, wie ihr das braucht, was ihr vielleicht noch braucht, ob ihr sagt, ich möchte bestimmte Stempel bestellen, ob ich möchte einen Papierschneider bestellen. Es kommt immer darauf an, was ihr schon habt und was ihr noch braucht. Und das könnt ihr euch dann einfach in euer Starter-Set reinpacken. Und es ist eben immer so, dass das komplett auf euch zugeschnitten ist. Das heißt, ihr müsst euch da nichts halten, sondern ihr könnt alles bestellen, was ihr haben wollt im Starter-Set. Und dieses Mal, es gibt eben noch zwei Zusatzoptionen zum Bestellen als Möglichkeit. Die eine Option wäre, dass ihr euch zusätzliche Gratisprodukte eurer Wahl im Wert von bis zu 39 Euro zusätzlich in euer Starter-Set packt. Das heißt, normalerweise hättet ihr ja, wenn ihr 175 Euro bezahlt und 129 Euro dafür bezahlen müsst, 46 Euro Gratisprodukte. Und mit diesen 39 Euro habt ihr dann insgesamt 85 Euro Gratisprodukte, die ihr euch noch ins Starter-Set legen könnt. Das ist die Option Nummer 2. Und die andere Option, die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch, nicht irritieren lassen von meinem Ringlicht, das hier spiegelt, dass ihr euch so eine schöne Glasunterlage aussuchen könnt. Okay, also die sieht so aus. Hat hier unten noch ein schönes Muster. Ich habe jetzt diese Schutzhüllen noch dran gelassen, aber die kann man ganz einfach wegmachen. Hier so schönes Blütenmuster und hat hier auch schöne Zentimetereinheiten und Linien auf eurem ganzen, auf eurer ganzen Unterlage. Und die wäre sozusagen die zweite Option, die ihr euch aussuchen könnt. Da kann man wunderbar drauf kolorieren, das heißt, das kann man natürlich perfekt abwischen danach wieder, wenn man irgendwie was doch verspritzt hat. Und da sind noch ein paar Sachen dabei. Und zwar einmal dieses Reinigungstuch. Das ist so ein ganz weiches Tuch, das man einfach mit Wasser befeuchtet und dann die Stempel einfach reinigen kann. Da braucht man keinen zusätzlichen Reiniger. Und diese Matte, das ist so eine biegsame Silikonmatte. Die hat die Größe, ich sag's euch mal schnell. Also ich sage euch erstmal, die Glasunterlage hat die Größe von 43,2 x 35,6 cm und ist 5 mm stark. Und die ist wirklich sehr stabil. Also auch wenn ich diese Ecken jetzt wegmache, hat die unten so kleine Nupsis, dass sie wirklich schön gerade aufliegt. Ist hitze- und kratzbeständig und man kann sie einfach mit Wasser oder Alkohol abwischen. Und das Ganze ist aus gehärtetem Sicherheitsglas. Und die Silikonmatte, diese kleine Matte hier, das ist eine rutschfeste Mehrzweckmatte. Die ist wasserdicht und hitzebeständig, hat verschiedene Größen an Quadraten und Mulden. Kann man zum Mischen von Farben verwenden. Und die hat das Maß 21,3 x 15,2 cm. Also ihr könnt hier zum Beispiel einfach ein Stempelkissen reinmachen, euch das aufmachen und nebenhin legen und dann hier vielleicht Farben anmischen und mit dem Pinsel da reingehen oder so. Also es ist einfach so eine praktische Unterlage. Und das Reinigungstuch, das ist auch recht groß. Es hat das Maß 21 x 21 und das kann man einfach immer wieder verwenden und macht das Säubern ohne Chemikalien leicht. Einfach mit Wasser befeuchten und wischen. Langlebig, stabil und fusselfrei und in dunkelgrau. Das ist alles, was da dabei steht. Also einfach ansprühen mit Wasser und dann könnt ihr eure Stempel damit sauber machen. Und das ist eben diese zweite Option, die ich euch kurz vorstellen wollte, weil ich finde, das ist richtig cool und ich finde es auch gut, wenn man das mal in live gesehen hat und ungefähr die Größe abschätzen kann.
Also ich lege euch jetzt mal den Katalog hier drauf, in die untere Ecke. Ihr seht schon, das ist wirklich eine ganz gute Größe von der Fläche, gerade wenn man was kolorieren muss oder so. Dann möchte man ja vielleicht auch noch ein bisschen einen Bereich frei haben auf seinem Basteltisch und kann das dann immer hier schieben oder wegschieben. Und ja, diese beiden Tools sind einfach noch ganz nett dabei. Und diese ganzen drei Artikel haben einen Warenwert von 74 Euro. Genau, das ist jetzt die Gratis-Option Nummer 1 und das andere mit den zusätzlichen 39 Euro wäre die Gratis-Option Nummer 2. Da könnt ihr dann wählen, was für euch besser passt. Ich blende euch jetzt auf jeden Fall zwei spannende Videos ein, die für euch genau richtig sein könnten. Zum einen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euch als Stampin' Up-Demonstrator anmeldet. Und zum anderen ein Video, in dem ich alle Fragen zum Thema Stampin' Up! Demonstrator sein, werden und bleiben beantworte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Lust habt, in mein Team einzusteigen. Natürlich guckt euch gerne das andere Video an, da beantworte ich wirklich ganz viele Fragen zu diesem Thema und hoffe, dass ich euch damit eine große, gute Hilfestellung sein kann. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.